Wong. Sie ist der Joker. Er weiß nicht, was sie weiß oder tun wird. Solange ich sie habe, muss der alte Brav mit dem Golden Cane mitspielen. Und das bedeutet? Wir geben ihm Teko und kriegen ein Stück von Hongkong. Sie sind dümmer, als ich dachte. Denken Sie, er würde Ihnen für Teko einfach die Schlüssel geben? Er ist ein Ehrenmann und glaubt an die alte Art. Er ließ seine Tochter erschießen. Ist das ehrenhaft? Lassen Sie mich raten. Er legt Ort und Zeit fest. Und Sie sollen Teko persönlich zu ihm bringen. Ich rede mit einem toten Mann. Das ist für Sie. Haben Sie einen Plan? Ich kriege Teko und beseitige den Kopf des Dragonclaw. Ah, oh nein, erst muss der Kopf ab. Wenn Wong tot ist, kriegen Sie Teko. Ändern Sie den Treffpunkt. Es muss an einem belebteren Ort stattfinden. So ist Teko sicherer. Okay, verstanden. Meine frühere Gegend, Kowloon Tsing Tai. Dort kenne ich mich gut aus. Ich nenne Ihnen noch den genauen Ort. Den Rest mache ich. Ja? Hier ist Lee. Golden Cane und Dragon Claw machen einen Austausch. Ich weiß Bescheid. Sagen Sie mir wo. Ich... Nein, das regle ich selbst. Sie gehen zu weit, Tequila. So kriegen Sie die Marke nicht wieder. Die Marke ist mir scheißegal. Ich will meine Tochter. Thank you.
第二次位置。 行动。
Thank you.
位置。
Thank you.
Wo zum Teufel sind Sie? Zentraler Hof. Beeilen Sie sich. Aber Vorsicht. Hier sind überall Dragon Claw Gauner. Hab ich gesehen. Sie haben 10 Minuten, Wong auszuschalten. Sonst wird's schmutzig. Ja. Okay.
定七眼见到目标。 Offenbar wird Tekos Papa nicht kommen. Sie enttäuschen mich, Yang-Gi. So kurzfristig den Ort zu ändern. Trauen Sie mir etwa nicht? Wie einem Vater, Wong. Dann gebe ich Ihnen einen Rat. Ihnen ist klar, wie das Geschäft nach dieser Transaktion laufen wird. Die Dragon Claw ist seit Jahrhunderten ein Teil Hongkongs, Mr. Yang. Ich hoffe, dass Sie den alten Verhaltenskodex befolgen. Ein ehrenwertes Geschäft leiten, auf das wir stolz sein können. Überspringen wir den Scheiß und bringen wir es hinter uns. Mein Anzug wird nass. Ja. Ich will die Kleine sehen. Um ihr nach uralter ehrenwerter Weise den Schädel wegzupusten? Ehre verlangt, dass böses Blut vergossen wird. Würde Tekos Vater das auch so sehen? Der macht uns keine Sorgen mehr. Das klingt, als würden Sie es glauben. Thank you.
Aber du bist tot. Konnten sie nicht für eine Minute hinhalten? Und sie mussten bloß rechtzeitig hier sein. Es war ein simpler Plan. Der Plan ist gescheitert. Und ich habe gewonnen.